Hey Leute, willkommen zurück zu Black Mesa. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Freut mich sehr. Ah, schön. Es geht endlich weiter mit diesem, oh, mit diesem herrlichen Spiel. Es ist old, but gold. Also es ist old, but es ist gold. Ne? You know what I mean. Ah! Okay. Oh mein... Holy shit! Was ist hier los? Ah, oh, der lebt. Ne, na, oh, pff, ach du Scheiße. Alter, was ist das denn? Digga, oh, guck mal hier, ein Auge, hier, guck mal. Oh, schön. Mm, oh ja, ein bisschen Auge werfen hier. Alter, von der Leiter erschlagen und der andere da komplett nur noch Torso und Gehirn und Auge und. Oh, schön. Ja, nicht? Doch, ich find's ganz toll. Oh Mann. Ja, hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich weiß gar nicht, was ich da... Achso, ja. Natürlich. Steht immer so ein bisschen Fässer rum. Die mir dabei helfen, hier halt durchzukommen. Weil die Dinger hier, die ziehen nämlich hoch. Ja, ziemlich fiese, eklige... Oh. Habt ihr ihn gesehen? Ich möchte jetzt nicht zu viel sagen, aber das habt ihr eben im Trailer schon ganz kurz gesehen, als ich mal die Einleitung zur Story gemacht habe. Huch. Holy shit, was bist du? Was bist du denn? What? Alter. What the fuck bist du? Holy shit. Ah, das sollte ich vielleicht lassen. Wer weiß, ob das nicht doch in die Luft geht. Hier kann ja alles Mögliche mal schnell in die Luft fliegen, nicht wahr? Ja, das war... Weiß ich nicht. Ah, ja. War auf jeden Fall eklig. Oh Gott, man kann überall hingehen. Das ist so großartig, ne? Man kann alles sehen und erkunden. Ist so toll. Naja, man kommt nicht überall durch, was an sich auch gar nicht schlimm ist. Ah, die Viecher, die machen schon ganz schön Schaden. Wir hatten gerade noch 70 Leben, oder? Jetzt nicht mehr. Ja, hier können wir überall durchgehen, ist aber nix. Au! Sack! Oh, alles trifft mich hier, das gibt's doch nicht. So viel Leben schon wieder verloren. Meine Güte. Ich weiß nicht, was das macht, aber ich mach's. Jo, ich habe irgendein Gas abgedreht oder so. Glaube ich. Oh, guck mal hier, hi. Oh, thank God. Listen, I know where you can find some more weaponry. There's a security office not far from here. Take me with you, and I'll unlock the door. Ja, klar, gerne. Rekrutieren. This way. This way. Hier. You scout on ahead. Ach, das kann er nicht. Erkunden Sie erstmal die Lage. Ja, ja, das habe ich doch schon. Ich gehe vor, ne? Kommst du mit? Affirmative. Ja, komm mit. Ah, alles klar. Ja, man kann dem nämlich sagen, ob er stehen oder er uns folgen soll. Und was macht die Kamera da für einen Sinn? Naja, gut. Ist egal, ist vielleicht nicht so wichtig. Oh Leute, ist das schön, diese Atmosphäre, nicht wahr? Diese schön, interessant gestalteten Level. Ja, ich bin nur hier. Au! Ich kann auch nicht mehr so viel ab. Ich brauche immer wieder Leben. Oh, da vorne. Alles klar. Es ist tatsächlich nicht schwer gestaltet, das Spiel. Wir spielen hier auf normal. Auf leicht hat man hier irgendeinen Aim Assist und was weiß ich noch, was alles mit dabei. Aber das... Ganz ehrlich, das ist Kacke. Das ist einfach Kacke. Ja, ich habe es schon gesehen. Eine Glock 18 oder 19? Ich weiß nicht. Glock 18, ne? Warte mal, das steht doch da irgendwo. Oh nein, was? Hä? Wieso ist Rechtsklick schießen? Wieso ist denn Rechtsklick schießen? Wie bescheuert ist das denn? Warte mal. Rechtsklick muss doch anvisieren sein.
Steuerung, Tastatur. Primär springen, ducken, ja. Fernglas, ja. Waffen nachladen, alles gut und schön. Schnell laden, speichern, links. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ist mir egal. Mach mal auf hier. It's probably safer over here. Ja, mein Gott, scheiße ins Hemd, ey. Kollege. Wo soll ich denn hin? Geht's hier irgendwo hoch? Hab ich was nicht gesehen? Muss ich einen Knopf drücken? Ja, so ist es halt, wenn man blind spielt, ne? Man hat absolut keine Ahnung, was abgeht. That's enough excitement for me. Ja, mach doch auf! Mach doch die Tür auf. You go on ahead. I'll catch up. Ja, gehen Sie voraus, du kommst ja nicht hinterher. Du Blöde. Hier komme ich nicht durch. Muss ich wieder zurückgehen? Muss wahrscheinlich einfach wieder zurückgehen. Na, kommt er jetzt mit? Komm doch mit! I'm going to stay here and wait for my colleague. Ach so, ja, der macht das. Viel Spaß beim Sterben. Ich muss wohl wieder zurück, oder? Ich glaube, ich muss wieder zurückgehen. Vielleicht hier irgendwo? Was für eine Tür hat er mir denn jetzt aufgemacht? Hä? Ja, blind, Leute, ne? Unzensiert und blind. Keine Ahnung, wo es hier weitergeht. Aber es ist egal. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich nochmal komplett zurücklaufen muss. Gibt es hier unten was, was ich übersehen habe? Ach, hier. Ach so. Ja, stimmt. Hi. Oh ja, bitte gib mir Leben. Was? Achso, ich hab... Oh, ich bin so blöd. Ich guck an... Ich denke andauernd, die 20 sind meine Leben. Das ist ja die an... Das ist ja der Anzug. Der Status des Anzugs. Ich bin so dämlich. Ey, ich bin so dämlich. Komm ich da jetzt... Hau ab. Ah, komm ich da dran vorbei, ja. Es ist nicht ganz so wie ein System Shock, dass man halt nicht so wenig... Ah, lalalalalala. Ja, ja. Hätte ich mir gut denken können. Alter, what the fuck? Geht's dir nicht gut, Kollege? Wie verhalten die denn aus, ey? Krass. Ich will gar nicht wissen, wie es auf schwer ist. Es ist nicht so wie bei System Shock, dass die halt ewig lange keinen... Boah, nee. Was ist das denn schon wieder? Oh, oh. Oh, oh, da kommt was raus. Oh, hi. Wow. What the fuck? Hau ab. Alter. Ich glaube, die machen ganz guten Schaden, ne? Was seid ihr denn? Holy shit. Was sind das denn für Aliens? Bleibt mir doch gestohlen damit. Echt jetzt. Oh, Munition, geil. Das ist schön. Oh, was? Habt ihr das gerade gesehen? Tschüss, Freundchen. Ich weiß nicht, ob ich hier schon mal runterspringen sollte. Könnte auch den Tod bedeuten. Oh, was machst du? Was? Au. Oh. Du Blöde. Ja, ist safe. Ist safe. Oh, echt jetzt? Das will ich, glaube ich, gar nicht wissen. Okay. Ja. Ich will's nicht... Ich will's so genau, will ich's nicht wissen, du. Okay. Hier gehen wir nicht weiter. Wir müssen hier runterspringen. Gucken wir doch mal, was da unten... Oh, das ging ein bisschen tief runter. Ach, die Kanalisation. Ja, daran kann ich mich noch erinnern. Das macht Spaß hier unten. Ja, ist ganz toll. Vor allem, weil hier nachher noch was... Au! Oh Gott, weil hier nachher noch was abgeht. Hier geht's noch ab nachher. Au! Ey! Ja, fress auf die Scheiße. Huiuiui, ouch! Du Blöde. Der blöde Sau. Krieg ich den ohne, dass ich... Ja. Okidoki.
Irgendwie habe ich eine gute, nicht so gute Erinnerung an diese Kanalisation. Ich glaube, das hat mit Wasser zu tun. Dass ich hier nicht so eine gute Erinnerung dran habe. Ja, genau. Ich wusste es. Oh Gott. Oh, raus hier. Oh. Erste Hilfe, geil. Als hätte es einer für mich dort abgelegt. Ihr seht das ja immer nicht, aber jetzt steht gerade Ladedaten, so eine kleine Anzeige. Quasi Levelübergang. Ihr bekommt davon aber nichts mit, warum auch immer. Vielleicht gehört zum Steam-Overlay, obwohl ich das auch so eingestellt habe, dass er es mit einblendet. Ich habe keine Ahnung, warum ihr das nicht seht, aber mir ist schon aufgefallen, dass man es in der Aufnahme nicht sieht. Was nicht schlimm ist. Sobald hier irgendwelche Achievements aufploppen oder sonstiges, werdet ihr auf jeden Fall mitbekommen. Ah! Nee! Okay, die spawnen anscheinend einfach mal random hier irgendwo. Und das heißt vielleicht auch, dass er ja hoch muss. Vielleicht oder sogar sehr vielleicht. Aber ich gucke mich erst nochmal um hier. Was ist das denn für eine Platte? Ach. Ah ja, ist klar. Okay. Dann gucke ich aber nochmal ganz kurz oben in den Lüftungsschacht, was da ist. Ich weiß ja nicht, ob ich da schon mal durchgegangen bin, aber ich glaube nicht. Nee, komme ich auch überall nicht weiter. Ich gehe mal ganz kurz gucken. So viel Zeit muss sein. Sonst wäre die Welt aus. Nee. Nee, ich mag ihn nicht. Oh Gott, wie lange ist das denn hier? Ich sehe gar nichts. Hätte ich vielleicht mal vorher speichern sollen. Haben wir eine Taschenlampe eigentlich? Nö. Alter. Oh, was ist das hier? Wo geht's hier hin? Holy shit. Will ich das? Aha. Ach, so ist das. Okay. Was? Hier muss ich sogar rein und den Strom wieder anschalten. Das ist ja ulkig. Gar nicht mehr gewusst. Es ist halt nicht komplett blind so, ne? So gewisse Sachen kenne ich. Ich glaube, ich habe mir dazu auch schon mal ein Let's Play angeschaut. Ab geht's. Ja, wir werden hier angegriffen. Für Leute, denen schnell schlecht wird bei ruckartigen Bewegungen, bitte umschalten. Also nicht umschalten, aber überspringen. Bitte einfach ein paar Minuten überspringen. Ansonsten ist das hier ganz, ganz cool gemacht. Als Abwechslung, dass man nicht halt einfach so runterfährt und zuguckt, sondern ein bisschen was zu machen hat hier. Wo ist er? Ich glaube, die sterben schon vom Aufprall, oder? Nee, tun sie nicht. Aber die fallen runter, wenn sie ein bisschen blöd sind. Muss ich mich hier am Rand hinstellen, warten, bis die springen, und dann ausweichen. Haha. Guck mal hier. Oh Gott. Aber ich glaube, die stehen jetzt unten alle noch, weil es war gerade relativ nah am Boden. Könnte sein, dass sie mich gleich alle... Au. Oh, ich wollte da hoch. Oh, ihr blöd Mistviecher hier. Haut ab. Joa, das ist ein Aufzug, oder? Mann, ich wollte da oben rein. Komme ich jetzt gar nicht mehr rein? Scheiße. Ah! Könnte jetzt natürlich neu laden, aber das werde ich mal strikt unterlassen. Das kann ich aber dann beim zweiten Durchlaufen mal machen. Ja, ich werde es bestimmt... Was ist laut hier? Was ist denn hier? Die Dings hier, die Fahrstuhlsteuerung. Ich werde es beim zweiten Mal... Also ich werde es auf jeden Fall nochmal ein zweites Mal durchspielen, denke ich, weil es einfach so gut ist. Oh, guck mal hier, das Wasser. Oh, Alter, ist das schön. Guck
Guck mal. Guck mal, wie hübsch. Hübs. Hübs. Guck mal, das Wasser ist ein Hipster. Wie hübsch das ist. Oh, ist das geil. Oh, guck mal hier, wie krass sich das spielt, ey. Ich sag ja Raytracing, ne? Ins Geheime. Hab ein Patch für entwickelt für das Spiel, das Raytracing aktiviert. Ja. Nein. Achso, ja, wir können ja auch Kisten kaputt machen. Sollte ich vielleicht auch mal machen. Und da mal so ab und zu reinschauen, was da drin sein könnte. Aha, genau deswegen. Ding, ding, ding. Ja, ist gar nicht so schlecht, wenn ich hier ab und zu mal ein bisschen reinschaue und hier vielleicht so ein paar Sachen finde, womit sich der Anzug... Okay, das geht nicht. Womit sich der Anzug halt wieder auffüllt mit Energie, weil umso weniger wir davon haben, umso... Ja, schneller können wir quasi krepieren, ne? Wenn da keine Energie drauf ist und so. Okay. Da habe ich ein bisschen Munition gekriegt. Warum habe ich jetzt... Warum hackt das immer so krass? Eieiei. Oh Gott. What the fuck? Ja, sorry, dass ab und zu so hackt. Wie gesagt, liegt nicht auf der SSD gerade. Ich brauche den Speicherplatz für Resident Evil Remake 2. Also Resident Evil 2 Remake, so rum. Und für Metro Exodus. Ja. Wir haben es jetzt nämlich gerade den... Ja, ich kann es ja mal kurz... Ja, wundert euch nicht über die Uhrzeit. Es ist momentan etwas schwierig. Nee, aber die zwei Sachen, die stehen ja an. Jetzt in Kürze, die kommen bald raus. Vermutlich, wenn ihr das Video seht oder generell das Let's Play seht, ist das schon draußen, aber... Oh nee, das speichere ich aber vorher mal ab hier. Das tue ich mir nicht an hier. Ungespeichert tue ich mir das nicht an. Kann ich doch theoretisch? Ja, das führt bestimmt dahin, wenn ich jetzt dahin gehe. Ja, es lädt. Oh Gott! What the... Holy shit! Ich sehe nix. Oh, hi. Keiner zu Hause? Oh, das Bein ist weg. Ich fürchte, da kann ich bestimmt runterspringen, ohne Fallschaden zu nehmen. Aber das möchte ich ehrlich gesagt auch nicht so direkt ausprobieren. Und bevor wir da runtergehen, gucken wir erst nochmal. Was hier so abgeht. Was bist du? Alter, shit. Au, 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 au. Ist gut, ist gut, ist gut. Oh Gott, Leute, das wird lustig, du. Ich weiß das alles gar nicht mehr so wirklich. Ja, tschüss. Ich werde sehr oft speichern. Nein, ich benutze nicht das Schnellspeichern. Ich finde das so irgendwie, weiß ich nicht. Das, die Tasten merke ich mir dann so sowieso wieder nicht. Ich weiß nicht, ob ich den abschießen kann. Müsste eigentlich, oder? Oh, soll ich mal versuchen? Och ja, das geht. Das geht. Hätte ich jetzt zu viel Munition verbraucht, hätte ich direkt neu geladen. 50%. Oh, das sind die Spiegelungen, glaube ich. Die ganzen Spiegelungen, die hier so krass Performance und Leistung fressen, aber ist egal. Dafür spiegelt sich ja auch wirklich alles, wie man hier sieht. Also ich finde es wirklich sehr... Und es sind auch sehr hoch aufgelöste Spiegelungen, also...
Sehr, sehr, sehr geil. Die haben da, glaube ich, auch nochmal nachgelegt. Als ich es früher gespielt habe, ich der Meinung, sah das nicht so gut aus. Da sah es auch gut aus. Keine Frage, aber nicht so gut. Lassen wir jetzt einfach mal so stehen, ja? Ja, die kann man abschießen. Es verbraucht aber sehr viel Munition. Finde ich. War jetzt zumindest nicht gerade wenig. Oh Gott. Ja, hier können wir tauchen gehen. Hier werden wir von der Strömung auch erfasst. Aber ich möchte mal ganz kurz gucken, ob es hier unten irgendwo vielleicht irgendwas gibt. In Half-Life gibt es nämlich immer was. Es lohnt sich immer mal in jede Ecke reinzuschauen. Irgendwie habe ich noch böse Erinnerungen hier dran, obwohl das Vieh jetzt schon tot ist. Alter. What the fuck? Das sieht sehr erotisch aus. Also ein gemeinsames Dinner? Ja. Liegt da was im Wasser? Nee. Ja, man muss ja alles mal anfassen und ausprobieren. Kann ja sein, dass hier und da... Holy shit. Ich weiß schon, was die Aufgabe ist, Leute. Ja, ja, das wird auch wieder lustig, du. Ich sag euch, das Spiel ist lustig. Richtig lustig. Hält viele Überraschungen auf sich. Oder verbirgt viele Überraschungen. Ist offen für Überraschungen und so. Naja, ne? Ich speichere mal. Ich hab Schiss. Oh Gott. Oh Gott. Oh, joi. Wo muss ich denn... Da bin ich gekommen. Da liegt doch was. Das sehe ich doch. Oh Gott. Nö. Das wird so nix. Eieieiei. Zum Glück gibt's, ne? Speicherpunkte. Nee, ich werde auch, glaube ich, auch nicht mehr zurückgekommen gerade. Hopsala. Ach du Scheiße. Liegt da oben drauf was? Nee, auch nicht. Hopp. Hopp. Solange die nicht abreißen, ist das alles schön. Das war ein blöder Sprung. Sorry. Sorry for that no skill. Tut mir ja leid. Hä? Hä? What? Ach komm. Wo hat denn der gespeichert? Da habe ich doch gar nicht gespeichert. War das ein Autosave? Hopp! Alter. Ja, bitte. Bitte regt euch nicht darüber auf, dass ich gerade... Oh, Alter, was ist denn hier los? Ich krieg's auch echt nicht hin hier. Das ist... Ich bin in sowas normalerweise immer gut. Das gelingt mir immer beim ersten Mal. Aber irgendwie bin ich gerade... Nein, was mach ich? Ja, obwohl. Nee, das nicht. Haut nicht hin. Was ist denn das gerade? Das schneide ich raus, Leute. Eiskalt. Ist das peinlich hier? Aber es ist halt, wenn du dran vorbeigehst. Guck mal hier. Wenn du jetzt so machst, geht's nicht, weil... Wenn du jetzt... Da, siehst du? Du bist halt nach rechts und dann springst du schon wieder falsch. Ich bin in sowas eigentlich richtig gut. Das Problem ist halt bloß... Ich schieb's ja mehr auch gerne auf die Uhrzeit, ne? Nee, aber eigentlich bin ich in sowas wirklich gut. Das war gerade bloß ein Epic Fail. Schon lange nicht mehr sowas gespielt hier, wo es auf so eine Fingerfertigkeiten oder eben Fingerspitzengefühl ankommt.
Hä? Nee. Moment. Jetzt bin ich ja wieder um den Kreis gelaufen. Oh nee, bin ich nicht. Du Blödes. Oh, so viel zum kaputt machen. Ist ja schon fast zu viel des Guten. Oh ne, hier gehe ich mal runter. Das hat sich gerade nicht so vertrauenswürdig angehört. Aber wieso muss ich denn jetzt... Ich gehe doch offensichtlich gerade wieder zurück. Ja, komm mal her. Viel zu spät hochgegangen, die blöde Kiste. Ich gehe doch gerade wieder zurück, oder? Oder bin ich bescheuert gerade? Das ist doch... Hier war ich doch schon. Oder nicht? Nee. Hier war ich noch nicht. In diesem äußerst luxuriösen und sehr zukunftsanmaßenden Elevator hier. Ja. Next Level. Oh, hi. Jawohl. Oh. Okay, da gehe ich besser nicht rein. Oh, hi. Hinter dir. Oh, shit. Lecker. Lass dir schmecken. Na, da hinten wirst du doch auch gleich... Ja, wir sollten hier sehr, sehr vorsichtig sein. Weiß nicht, warum der in der Hocke manchmal so schnell geht. Wie geht's denn hier? Ist so dunkel hier. Hä? Bin ich hier richtig? Ich fürchte, bin ich... Oh Gott! Du Arsch! Ah, nee. Du blödes Vieh. Das Blöde ist immer... Warum sind denn manche Movement-Dinger so schnell? Das Blöde ist halt immer, wenn man nicht genau weiß, wo es lang geht. Also ich meine, wenn man schon weiß, wo es lang geht, aber wenn man halt nicht weiß, wo... Ja, ich mach's einfach mal, unabhängig davon, ob das hier Sinn ergibt oder nicht. Ich meine, Ach so, okay, alles klar. Ne, da geht's nicht durch. Ich meinte hier, wenn man nicht weiß, wo es ins nächste Level geht, ne? Man möchte immer alles erkunden und es gibt immer so mehrere Wege, wo man lang gehen kann. Und plötzlich lädt bei dem einen Weg das nächste Level und du kannst halt nicht mehr zurückgehen. Das ist halt, ich denke, jeder Spieler weiß, was ich meine. Das ist halt ein bisschen blöd. Dann hast du was erkundet, was du... Oder dann hast du möglicherweise was nicht erkundet, was du vielleicht hättest erkunden können, so. Und dann kannst du halt, ne? Ich meine, kannst ja neu laden, wenn er denn vorher halt gespeichert hat, so, ne? Aber es ist an sich trotzdem blöd, was zu übersehen. Ich mag das nicht. Oh, was? Ey! Es ist so eklig, ne? Wie das so rausplattert. Everybody's heading for the surface, but I think they're crazy. If we stay put, someone is bound to come and rescue us. Right? Alter, die Spiegelungen sind echt krass, Leute. Die waren früher nicht so. Das sah früher nicht so aus. Krass, krass, du. Ich bin echt... Holy shit. Richtig krass beeindruckt. Also die haben das auch echt gut gemacht, muss man sagen. Also das ist absoluter Pflichtkauf. Muss man eine Steam-Liste haben, ja? Black Mesa. Oh. Gut, dann hau rein. Dann kann ich ja jetzt da durch.
Kommst du mit eigentlich? You're heading out there by yourself? May God have mercy on your soul. Ja, du wirst hier sterben, wenn du noch länger hier und so verweilst. Huch! Ja, das sieht gar nicht tödlich aus. Oh Leute, ich habe überzogen, schon wieder um eine Minute. Ah, ich sehe es gerade. Oh, ich bin so vertieft ins Spiel. Oh, das wird mir noch so oft passieren, dass ich hier um Minuten überziehe. Also, solange es nur ein, zwei Minuten sind, ist ja alles okay. Ah, verdammt. Wenn es nachher länger ist, ist blöd. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bedanke mich recht herzlich. Schaltet wieder ein zu Black Mesa. Ich würde mich sehr freuen. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.